In diesem Tutorial möchte ich die Lab-Aktivität Übersortierung vorstellen. Dazu gehe ich auf eine neue Seite, gehe auf das Icon für Smart Lab und suche die entsprechende Aktivität aus. Auch hierbei können sich wieder Schüler über ein mobiles Endgerät, also Handy oder Tablet, anmelden und daran teilnehmen. Ich lege am Anfang zwei Kategorien fest. Es können zum Beispiel Wortarten sein, Verben und Adjektive. Ich trage hier die richtigen Lösungen ein. Laufen, spielen, sammeln, klettern, reisen, backen, fühlen, lang, dünn, ärgerlich, interessant, schief, schwer, stark und alt. Bin ich fertig, gehe ich auf Weiter. Ich könnte noch mehr Elemente einfügen. Dann suche ich mir mein Design aus. Ich entscheide mich für den Dschungel, gehe auf Fertigstellen und habe jetzt meine beiden Kategorien, denen ich die Wörter zuordnen soll. Habe ich die Zuordnung richtig vorgenommen, verschwindet das entsprechende Wort. Ist die Zuordnung falsch, wird das Wort zurückgeworfen. Hier kann ich wieder den Ton anmachen. Und bei diesem Fall kann ich das Spiel zurücksetzen, das heißt auf den Start. Gehe ich auf den Stift, kann ich meine Aktivität bearbeiten, um beispielsweise die Wörter auszutauschen, weitere zu ergänzen oder auch die Kategorien zu ändern.